Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Ihr Lieben, Veränderung an sich ist nicht das, wovor ihr Angst habt. Veränderung ist die Brücke zu der Welt, die ihr erschaffen wollt, zu all den wunderbaren Dingen, die euer Geburtsrecht sind. Nein, das, wovor ihr Angst habt, ist das Ergebnis eures unbewussten Lebens. Bewusstes Schaffen ist der Schlüssel dazu, den Wandel als das nie endende Geschenk zu begreifen, das er wirklich ist, und euer Leben mit einem Gefühl der freudigen Erwartung zu leben. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, spannender Aspekt. Bei mir ist es so ein bisschen so, dass ich mittlerweile ein großes Vertrauen dazu habe, wie gut ich unbewusst angebunden bin und wie gut ich unbewusst auch erschaffe. Und natürlich gehört eine Entwicklung dazu. Mir ist schon bewusst, dass ich das nicht für immer so laufen lassen kann und alles nur auf mich zukommen lassen kann. Es geht dabei natürlich dann wirklich um die innere Arbeit, um so gut angebunden zu sein, dass man die Inspiration der Gedanken spürt und fühlt und wahrhaft inspiriert eben durchs Leben geht und genau die Dinge findet, weil man sie anzieht, die zu einem passen und zu einem gehören, um dann eben auch in der Freude des Lebens aufzugehen und genau das Leben zu leben, das wir uns wünschen. Und das hört sich so abgefahren an, aber das Kopf in den Sand stecken, das uns manchmal auch hilft, ist ja komplizierter. Das ist ja das Witzige daran. Es wurde uns auch letztens gesagt, dass uns das ab und zu hilft. Da geht es aber darum, dass wir uns nicht mit allen schrecklichen Dingen auf der Welt beschäftigen können, weil wir so arrogant sind und denken, das würde nichts mit uns machen. Diese Arroganz sollte man auch ablegen. Und nicht jedes schrecklich fürchterliche Buch und Video sich zu Gemüte führen, nur weil man denkt, man wäre dann einen Hauch besser informiert, als wir es eh schon sind. Aber das Thema, ich werde es euch auch immer wieder vorkauen, ich finde es ganz wichtig, dass man sich sehr bewusst ist, mit was man sich beschäftigt, welche Schwingung das hat, mit dem man sich da beschäftigt. Und deswegen bin ich auch von dem Introspruch, ja, überprüfe den Wahrheitsgehalt selbst, zum Schwingungsgehalt übergegangen. Denn eine Lüge hat grundsätzlich eine niedrige Schwingung, aber eine Schwingung und eine hohe Schwingung beinhaltet viel mehr als nur die Wahrheit. Ich meine, ich kann euch hier anschreien und euch beschimpfen und beleidigen, was für Waschlappen ihr seid, ja, also nehmt es jetzt bitte nicht ernst, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich könnte sozusagen den wütenden Aufklärer geben, ja, wenn das zu mir passen würde, wenn ich das authentisch leben könnte, aber es würde auch etwas über meine Schwingung aussagen und es würde auch mittransportiert werden. Deswegen sind Lehrer, die Kinder nicht mögen, keine guten Lehrer. Egal, wie toll ihr Fachwissen ist, und egal, wie gut sie Sachen erklären können, die Kinder spüren das ja. Also ist es wahr, was der Lehrer sagt, aber die Schwingung stimmt nicht. Die Schwingung ist einfach eine niedrige und deswegen sollte man viel mehr auf die Schwingung aufpassen, als nur auf die Wahrheit. Man muss sich wütende Aufklärer nicht täglich geben, die einem meinen, die Welt erklären zu müssen und uns dann auch vor allem schimpfen, ja? Was wir jetzt alles machen müssten und wenn wir das nicht tun würden, dann würde dies und jenes passieren und die Menschheit ist sowieso verloren. Ja, also mit diesen Energien und dieser Schwingung müsst ihr euch nicht beschäftigen. Ja, jetzt habe ich wieder dem Ganzen ein bisschen zu viel Raum gegeben, aber ihr wisst, das halte ich für sehr wichtig, dass einem bewusst ist, mit was man sich beschäftigt. Denn da fängt es ja schon an.
mit dem Unbewussten und Bewussten. Wenn man sich einfach diese Videos anschaut, weil man meint, man würde dadurch gut informiert werden, dann nimmt man unbewusst diese niedrige Schwingung auf. Und dann fehlt einem eben ein ganz wichtiger Bestandteil des bewussten Konsumierens, wenn ich jetzt mal so sagen möchte, oder des bewussten Lernens, weil alles zusammenhängt und alles dazugehört. Und die Schwingung ist dabei unglaublich wichtig. Genau, aber zurück mal zum unbewussten Erschaffen, vor dem wir uns fürchten. Das ist natürlich kein Wunder, weil wir waren natürlich ganz oft recht unbewusst in diesem Leben und auch vor allem in anderen Leben schon, wo wir Erfahrungen machen wollten, wo wir auch unseren Lebensplan so gut wie es geht abgearbeitet haben. Aber wir waren ja nicht bewusst angebunden an diesen Lebensplan. Und so haben wir Unfälle und sogenannte Zufälle angezogen und es lief nicht immer gut für uns. Wir haben da auch viele, in Anführungsstrichen, schlimme Dinge erlebt. Ja, wir wissen, aus einer höheren Ebene gesehen sind das alles Erfahrungen, ja, kein Thema. Das weiß ich auch, nur bleibt etwas übrig. Und das ist die Sorge, dass diese negativen Erfahrungen nicht aufhören wollen. Das ist, wenn ihr so wollt, ein esoterisch falscher Glaubenssatz, ja, dass wir akzeptieren, dass negative Erfahrungen zum Leben dazugehören und es dann auch so weitergeht. Wir denken, dass negative Erfahrungen uns immer gut schulen und uns gut tun. Ja? Das heißt, es ist dann mehr als nur aus einer höheren Ebene etwas zu betrachten, was uns jetzt gerade mitnimmt, was uns ja die Möglichkeit gibt, etwas Abstand zu gewinnen und mehr Verständnis für die Situation zu bekommen, für unser Handeln in der Situation und auch für das Handeln der anderen. Und das mehr bedeutet, dass wir denken, dass negative Erfahrungen auch weiterhin für uns notwendig wären, damit wir dadurch lernen und vor allem dadurch lernen. Weil wenn es weh tut, dann hat man es verstanden. Ja? Und das ist ja auch nachvollziehbar. Auf die Herdplatte gefasst und sich verbrannt, dann weiß man, das ist gefährlich. Ja? Das ist so einleuchtend. Während wenn es die Mama nur sagt, ist es so ein bisschen surreal. Man will es dann auch mal erfahren. Ja? Und das ist ein Glaubenssatz, der sich bei uns eingeprägt hat. Ich halte es aber schon für sehr wahrscheinlich, dass wir nicht unbedingt auf die Herdplatte fassen müssen, sondern dass wir auch lernen können, wenn wir etwas auf die Herdplatte stellen, dass es unglaublich heiß wird und man, wenn es eine Suppe ist, auch draufpusten muss, damit man das überhaupt löffeln kann. Und ich halte uns schon alle für klug genug und weise genug, dass wir andere Lernerfahrungen anziehen können, die uns positiv bestärken. Was aber dazugehört, und deswegen gibt es ja vor allem die negativen Lernerfahrungen, dass man die Veränderung zulässt. Denn wenn wir uns gegen den Lebensplan blockieren, dann wird Folgendes geschehen. Wir werden in der letzten Konsequenz wirklich gegen die Wand fahren, wie man so schön sagt, und eine so große und immer größer werdende Lernerfahrungen machen, dass wir verstehen und anfangen zu überlegen, dass das vielleicht doch nicht die richtige Richtung ist, in die wir uns bewegen. Und wir dann letztendlich, weil wir unseren Widerstand aufgeben, die Veränderung zulassen. Wir könnten aber auch, und das ist ja so ein bisschen mein Weg, wir könnten es auch schon vorher machen. Wir könnten präventiv arbeiten. Ja? Wir müssen uns zum Beispiel nicht erst um unseren Körper kümmern, wenn der sich meldet und irgendwas schmerzt oder wenn wir uns kaum mehr bewegen können, feststellen, dass Sport vielleicht eine gute Idee gewesen wäre, sondern wir können das in unser Leben auch einfach schlauerweise integrieren, um so voranzukommen. Und das gilt dann auch für Dinge wie schau nach innen, ja, dann meditiere halt mal oder affirmiere. Jedenfalls versuche, eine gewisse spirituelle Praxis in dein Leben einzubinden. Und ja, dann gibt es auch Durchsagen, dass wir diese Praxis irgendwann nicht mehr brauchen. Aber den Punkt wirst du auch spüren und merken, dass du dann ein meditatives,
angebundenes, bewusstes Leben führen kannst, ohne jeden Morgen meditieren zu müssen, um dich wieder zu sammeln, um deine Emotionen zu kontrollieren. Ja, ist immer so ein schlechtes Wort, aber da hatte ich letztens, glaube ich, auch erst in einem Podcast drüber gesprochen. Dabei ist das auch ein springender Punkt, dass wir diese Trigger erkennen und sie auch als Hinweise, als, wenn ihr so wollt, negative Erfahrungen erlebt, um dann festzustellen, ja, so will ich mich ja gar nicht fühlen. Was kann ich tun, damit ich mich besser fühle? Und das ist letztendlich das Leben, das uns ein schönes Leben ermöglichen möchte. Das war eigentlich nie so gedacht, dass wir immer gegen die Wand fahren müssen, um dann eine neue Richtung für uns zu wählen, sondern man hätte das vorher schon oft machen können. Da sind wir dann aber wirklich ganz intensiv bei diesem Text, dass wir Angst haben, etwas falsch zu machen und deswegen dazu tendieren, lieber nichts zu machen, bevor wir etwas falsch machen. Dabei tun wir schon die ganze Zeit etwas falsch, es kommt uns nur nicht so vor, weil wir uns als Menschen an fast jede Situation irgendwann gewöhnt haben. Ja? Wir leben jetzt hier in Deutschland in Friedenszeiten. Das war mal anders und das waren schlimme Zeiten. Nur, die Menschen haben dann auch innerhalb dieser unglaublich herausfordernden Zeiten ihr Leben gelebt und auch mal gelacht. Und das kommt einem, der, wie ich jetzt, ein Leben lang in Frieden gelebt hat, zumindest in seiner nächsten Umgebung. Ich bin nicht so doof, dass ich nicht wüsste, dass unsere Bundesregierung und die westliche Allianz, gerade die NATO, ganz viele schlimme Dinge schon gemacht haben. Und letztendlich ein Land, in dem ich lebe und in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich geboren bin, eben nicht nur für Frieden steht in der Welt. Ja? Nur uns hat es halt in dem Maße nicht erreicht. Auszugsweise manchmal. Und das zeigt sich dann auch mal auf unseren Straßen und hat auch sehr negativen Einfluss auf, wie sicher man sich vielleicht in diesem Land fühlt. Ja? Aber es ist schon ein Unterschied, dass zu jeder Tag- und Nachtzeit so etwas wie Bombenwarnungen ertönen können und man dann im Keller verschwinden muss oder am besten im Luftschutzbunker. Ja? Und solche Zeiten haben Menschen auf dieser Welt oft erlebt, dass sie wirklich in Angst und Sorge um ihr Leben sein müssen, weil sie angegriffen werden. Und dennoch, wie gesagt, gewöhnt sich der Mensch an so eine Situation. Das ist kurios und in manchen Situationen natürlich auch hilfreich, sonst würde man ja verrückt werden und viele werden natürlich auch verrückt. Das kriegt man dann erst im Nachhinein mit, auch wenn man seine Soldaten in den Krieg schickt. Da wurden auch schon bemerkenswerte Filme gemacht, wie sehr das nachwirkt und wie sehr es die Psyche der Menschen belastet, die irgendwo hingeschickt werden, um die Freiheit, ja, wie die Amerikaner zum Beispiel, im Nahen Osten zu verteidigen und dort wildfremde Menschen erschießen, bombardieren und was weiß ich. Und natürlich, klar, die Menschen wehren sich dort auch. Man findet dann auch den Feind, wenn man mit dieser Art von kriegerischer Energie in ein anderes Land geht. Kein Wunder. Ja? Widerstand kann niemals gebrochen werden. Widerstand kann nur aufgeschoben werden. Im, ich wollte fast sagen, besten Fall, aber das ist das falsche Wort. Ja? Aber das geschieht. In Wirklichkeit kann Widerstand nur weggeliebt werden, von einer höheren Ebene aus verändert werden und besänftigt werden. Aber Gewalt löst immer Gewalt aus. Das haben die dunklen Meister dieser Welt auch bisher sehr gut für sich genutzt. Teile und herrsche. Und teilen bedeutet ja, dass sich zwei dann gegenseitig aufstacheln. Und dann kann man mit der wunderbaren Lösung kommen. Aber das wissen wir alles. Darum geht es auch nicht, nur man muss sich bewusst machen, dass man selbst auch diese Ängste in sich trägt, sehr wahrscheinlich diese Ängste in sich trägt, dass wir dazu neigen, Situationen, die uns gar nicht gut tun, nicht als solche zu erkennen. Und selbst wenn wir sie erkennen, dann haben wir das Gefühl, es könnte uns aber noch viel schlechter gehen, wenn wir uns jetzt in die falsche Richtung bewegen, also tun wir gar nichts. Und das ist eben das Gegenteil von bewusstem Leben. Das ist unbewusstes Leben und es führt zu Schmerzen und davor haben wir, wenn ihr so wollt, sogar berechtigterweise Angst. Ja? Es ist natürlich ein Unterschied,
wenn man sich als gut angebunden empfindet und sich so fühlt, im Vertrauen ist, sich in den Fluss begibt, dann werden auch auf wunderbare Art und Weise Geschenke in unser Leben treten und kommen als positive Erfahrungen. Und dennoch würde ich immer dafür plädieren, zu versuchen, bewusst zu leben und sich klar zu werden über das eigene Leben, um dann auch ein Ziel zu finden, dass es wert ist, erreicht zu werden, um dann auch die ersten Schritte in Richtung dieses Ziels zu gehen. Und hier wird es ja wortwörtlich gesagt, bewusstes Schaffen ist der Schlüssel dazu, den Wandel als das nie endende Geschenk zu begreifen, das er wirklich ist. Und ein Geschenk ist immer auch eine Überraschung. Also wird man durch ein bewusstes Leben letztendlich positive Überraschungen, positive Erfahrungen anziehen. Und wenn man das in der Tiefe akzeptiert und begreift und als wahr anerkennt, dann werden wir mit einem Gefühl der freudigen Erwartung leben und brauchen keine Angst mehr haben vor Veränderungen und vor unbewussten, falschen Handlungen, denn wir sind ja bewusst im Fluss mit unserem ganzen Wesen und freuen uns auf die Zukunft. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, bis dann. Ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.